Okay. Was kann man machen, wenn Liquidität fehlt im Unternehmen? Ja, wir generieren keine Umsätze, ja, Löhne müssen weiter bezahlt werden, Mieten müssen eventuell bezahlt werden. Ich kann Eigenkapital nachschießen aus Europa. Ja. Jetzt haben wir halt in Indien die Besonderheit, dass wir zwei Arten von Eigenkapital haben. Ja. Einmal das Authorized Share Capital, also das gesamtgenehmigte Eigenkapital, und das Paid-up Share Capital, das ja, derzeit eingezahlte Eigenkapital. Und das eingezahlte Eigenkapital kann eben nur bis zum genehmigten Kapital zugeführt werden. Ja. Also, wenn es hier noch ein Gap gibt zwischen Authorized und Paid-up Capital, dann geht das auch relativ schnell und unkompliziert. Also kann man in einer Notfallsituation relativ schnell reagieren. Ja. Wenn die Cap aber erreicht ist, ja, das Authorized Share Capital ist erreicht, dann ist ein relativ langwieriger, komplizierter, bürokratischer Prozess, das Authorized Share Capital zu erhöhen. Das kennt man in Indien. Ja. Indien ist ja nicht dafür bekannt, dass es das unbürokratischste Land der Welt ist. Ja. Das heißt, muss man dann auch über die RBI gehen und so weiter, muss ich gewisse Genehmigungen einholen. Und das kann dann dauern, ja. Und wenn man halt kurzfristig Kapital braucht, ja, ist das dann schwierig. Deshalb sollte man einfach schauen, dass man hier, sagen wir mal, eine mittelfristige, ja, Liquiditätsplanung macht, ja, um einfach um einen Anhaltspunkt zu haben, wo die Liquidität knapp werden könnte, ja, dass man halt rechtzeitig reagiert, ja. Und weil kurzfristig wird da nichts zu machen sein. Dann gibt es natürlich noch das zweite Instrument, das ECBs, ja, External Commercial Borrowing nennt sich das, Intercompany-Darlehen von der europäischen Mutter an die indische Tochter. Ja. Auch das muss beantragt werden. Auch das ist alles genehmigungspflichtig, ist alles nicht von heute auf morgen machbar, leider.